Zum 40. Jubiläum des sechsten Teils erscheint Episode 6 teilweise wieder in den Kinos. Ihr erinnert euch nicht mehr, was in der Prequel-Trilogie geschehen ist? Nun, hier habt ihr das Recap von Episode 1 bis 3 in wenigen Minuten. Die Handlung beginnt auf dem Planeten Naboo, wo sich die Handelsföderation weigert, Steuern zu zahlen. Infolgedessen entsendet die Galaktische Republik zwei Jedi-Ritter, Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi, um eine friedliche Lösung zu finden. Doch als sie auf Naboo ankommen, werden sie von der Handelsföderation angegriffen. Mit Hilfe von Anakin Skywalker, einem jungen Sklaven und späterem Jedi, entkommen sie vom Planeten und enthüllen die dunkle Macht hinter der Handelsföderation. Darth Sidious. Sie bringen Anakin mit nach Coruscant, dem Zentrum der Galaktischen Republik, wo sie auch den Jedi-Rat darum bitten, Anakin als Schüler aufzunehmen. Der Rat zögert, aber Qui-Gon entscheidet sich, Anakin trotzdem auszubilden. Währenddessen übernimmt Darth Sidious als Senator Palpatine immer mehr Macht in der Galaktischen Republik. Die Galaktische Republik steht kurz vor dem Krieg mit den Separatisten, eine Gruppe von Systemen, die sich von der Republik abspalten wollen. Der junge Padawan Anakin, inzwischen älter und von Padmé Amidala, ehemalige Königin von Naboo, fasziniert, wird beauftragt, sie zu beschützen. Währenddessen entdecken Obi-Wan und Anakin eine geheime Armee von Klonkriegern, die vom Jedi-Orden in Auftrag gegeben wurden, um gegen die Separatisten zu kämpfen. Obi-Wan wird gefangen genommen und Anakin und Padmé fliehen nach Naboo. Und dort verlieben sie sich ineinander. Obi-Wan entkommt und entdeckt, dass der Klonkrieg und der Krieg der Separatisten von Darth Sidious, der nun als Imperator Palpatine offen regiert, orchestriert worden ist. Der Krieg zwischen der Republik und den Separatisten hat seinen Höhepunkt erreicht. Anakin Skywalker wird vom Jedi-Orden beauftragt, den Imperator Palpatine zu besiegen. Doch als Anakin ihn aufspürt, wechselt er die Seiten und wird zum Darth Vader. Zwischenzeitlich tötet Palpatine fast alle Jedi und übernimmt die Kontrolle über die Republik. Darth Vader wird zu seinem Schüler und sie beginnen damit, den Jedi-Orden auszulöschen. Padmé Amidala, die inzwischen von Anakin schwanger ist, versucht ihn zurückzubringen, aber er weigert sich und kämpft gegen seinen ehemaligen Meister Obi-Wan. Es endet damit, dass Darth Vader schwer verletzt und auf dem Planeten Mustafar zurückbleibt. Zeitgleich gebiert Padmé ihre Zwillinge. Palpatine erklärt sich zum Imperator des neuen galaktischen Imperiums. Kleiner Exkurs zu den politischen Formen von Star Wars. Die Galaktische Republik ist eine demokratische Institution, die von einem Kanzler geleitet wird. Außerdem gibt es eine Reihe von Senatoren, die von ihren Planeten entsendet werden. Die Republik hat eine eigene Armee, aber auch Jedi-Ritter, um den Frieden zu sichern. Das Galaktische Imperium hingegen ist eine totalitäre Regierung, welche von einem Imperator kontrolliert wird, der Macht durch Gewalt und Unterdrückung ausübt. Das Imperium hat eine riesige Armee und kontrolliert fast jeden Aspekt des täglichen Lebens. Die Rebellen kämpfen gegen das Imperium und setzen sich für die Wiederherstellung der Republik und die Freiheit der Galaxis ein. Eine weitere politische Kraft sind die Jedi-Ritter. Diese nutzen die Macht, um Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis zu fördern. Sie sind auch dafür bekannt, Schüler auszubilden, um den Jedi-Orden fortzuführen. In der Zeit von Episode 1 bis 3 gibt es viele Jedi-Ritter. Aber während der Ereignisse von Episode 4 bis 6 sind sie fast alle ausgelöscht worden und Luke Skywalker ist einer der wenigen Überlebenden. Das waren Star Wars Episoden 1 bis 3 einmal ganz kurz zusammengefasst. Falls euch das Format gefällt und ihr andere Filme oder Franchises zusammengefasst haben wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten schaut gerne in der Infobox vorbei und seht euch meine anderen sozialen Medien an und bis zum nächsten Video.